Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 2. Wir sind hier mal im Blue Creek Apartment und ja, erkunden immer mehr davon. Jetzt haben wir den Schlüssel zum Hof gefunden und hier waren wir eben halt noch gar nicht. Und so richtig eine Karte haben wir dafür auch nicht. Oh no, what? Na was? Augen auf im Straßenverkehr, ne? Wie man immer so schön sagt. Oh, sind wir jetzt wieder am Anfang. Sieht doch sehr nach Anfang aus. Merkwürdig. Ja, hier müssen wir auch noch was machen. Ich glaube schon fast, dass wir hier nicht richtig sind, Leute. Wir haben auch so eine komische Fruchtsaftdose gefunden. Die würde ich gerne mal in den Schredder schmeißen. Machen wir das doch erstmal. Da weiß ich wenigstens, was man machen muss. Hallo? Ist ja endlich. Ach, das ist der richtige Wurf. Ja gut. Dann machen wir das erstmal. Da wollte ich nämlich eigentlich hin. Haben wir jetzt eine Karte? Ja! Guck. Hier ist so ein Swimmingpool. Und hier geht es zu weiteren Apartments. Und was hier ist, weiß ich jetzt nicht. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Ha. Ich sag mal so, im Swimmingpool finden wir nicht gerade das spaßigste Erlebnis. Aber müssen wir jetzt durch. Los, James. Bring es hinter dir. Denn im Swimmingpool sind wir nicht allein. Ihr seht das. Die Monster sind im Swimmingpool. Die komischen, kotzenden Monster. Das Problem ist, da unten befindet sich ein Item, was wir brauchen. Hi. Und zwar die Münzeschlange. Viel Spaß, ne, beim Baden. Viel Spaß. Ich gehe da mal, ich möchte euer nicht stören. Ne? Ist ja FKK und ich bin angekleidet. Das ist einfach nicht ganz, wie es sich gehört. Ich will wirklich nicht stören. Deswegen, viel Spaß wünsche ich euch. Man sieht sich. Arrivederci. Ich verschwende auf keinen Fall irgendwie Energie oder Pistolenschüsse. Die sind halt zu dritt, ne? Damit ist nicht zu spaßen. Da würde ich jetzt nicht unbedingt hingehen wollen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Direkt ein zweiter hinterher. Ach, come on. Na komm. Du kriegst auch deine Trachtprügel. Ja, lecker. So, wir haben den hier. Und sei brav. Oh nee, der steht wieder auf. Kannst du bitte sterben? Tritt doch drauf. Oh James, du bist so ein Vollidiot, ey. Sorry. Na gut, der blutet, dann ist er meistens tot. Die 101. 101, Dalmatiner. Hallo. Okay. Ich weiß, die Monster sind auch die ganze Zeit im Kotzen und so. Was klingt nach einem Menschen? Was zum... Wer hätte sowas tun können? Da wurde jemand getötet und in den Kühlschrank gepackt. Was ist da los? Sorry, wenn ich stören muss. Was ist da los? Zu viel gefeiert letzte Nacht? Do what? I didn't do anything. I swear. He was like this when I got here. My name's James. James Sunderland. Eddie. Eddie. Who's that dead guy in the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill anybody. You're not
friends with that red pyramid thing. Red pyramid thing? I don't know what you're talking about. Honest. But I did see some weird-looking monsters. They scared the hell out of me, so I ran in here. Well, I guess this place isn't too safe either. What happened here anyway? I told you, I don't know. I'm not even from this town. You too, huh? Something just brought you here, right? Yeah, you could say that. Well, whatever it is, I think you better get out of here soon. Yeah, you're right. What about you? I'll leave as soon as I'm done here. Eddie, be careful. James, I you be careful too. Was ein schönes erstes Date mit Eddie. Eddie, Junge. Ich hoffe, du lügst nicht, Mann. Ich hoffe, du hast die Person wirklich getötet, Junge. Okay, Eddie. Bist du noch da? Nee, doch. Da ist er noch am Kotzen. Eddie, are you okay? Yeah, Eddie? I guess. Das sieht nicht okay aus. Vor allen Dingen die Nase voll an der Kloschüssel. Ah, dieser Geruch. Oh mein Gott. Das ist so uneinmalig. Wandsbedeckten Fußballposter und sinnlosen Graffiti. Wir sind mir beide völlig egal. Ja, James. Raste komplett aus. Hauptsache Eddie ist dir nicht egal, ne? Football. American Football. Ich glaube, die Szene muss man triggern, um später weiterzukommen. Falls man Eddie mal gesehen hat, wichtiger Charakter in dem Spiel. Ja, ich weiß nicht. Der ist done. Wenn man denkt, James ist schon eine Kacke drin, dann guckt euch Eddie an, dann müsst das. Wer richtig an, in Scheiße hängt, ey. Ja, und dadurch, dass wir jetzt wissen, nicht mehr allein zu sein, können wir davon ausgehen, dass Eddie die Pistolenschüsse fabriziert hat. Wir haben ja schon mal Patronen in engen Raum gesehen. Was spricht dagegen, dass Eddie das war? Ist er darauf verharrt, das nicht gewesen zu sein? I don't know. Gucken wir mal, was hier noch sonst ist. 103, 104. Hui, wo ist sie? 103. Verriegelt. Wer macht da Bretter an der Tür? Nachbarschaftsstreich oder was? Finde ich nicht lustig, sowas. Oh Gott. Hallo? Hallo? Ich sehe wieder so viel. Die Kamera ist so toll. So. Knie nieder vor James Sunderland. Goodbye. Nur ein bisschen was wie Pistol. Pistol, 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 Pistol. Na gut. Blue Creek Apartment. Diese Wohnung hat das Blue ein bisschen zu wörtlich genommen, glaube ich. Wenn ich mir das so anschaue, singe ich nur. I'm blue, da-da-da-da-da-da. Echt. Alles blau. Alles blau. Jetzt ist sie offen. Okay. Und was macht es hier? Direkt erstmal die Karte. Okay. Okay. Tschüss. Orient, Irung. Der Orient mit der Irung. Wer kennt's nicht?
Was ist eigentlich auf dieser Seite? Das möchte ich jetzt mal kurz erfahren. Wir gucken nochmal. Wir sind zum Planschbecken von dem Monster. Also wir haben natürlich noch die Dose, die wir in den Schredder schmeißen können. Das ist klar. Aber wir wissen auch gar nicht, was wir mit diesen Münzen machen sollen irgendwie, ne? Ist auch alles ein bisschen merkwürdig. Lass mich in Ruhe. Ich lasse euch auch in Ruhe planschen, okay? Das ist doch ein guter Deal. Findet ihr nicht auch? Ich habe die Befürchtung, dass die Karte mich nicht angelogen hat. Hier geht's nirgends so lang. Damn. Dann gucke ich doch mal, was da oben ist. Oder ich gehe hier hin zurück. Wie gesagt, ich will jetzt den Schredder machen. Komm. Schredder, Schredder. Ab in den Schredder. Anstatt dass er irgendwie mal einen Drink sich zu Genüge führt, ab in den Schredder. Und der Schredder steckt ja auch irgendwie fest. Wenn wir da noch was Festes, Metallisches reinpacken, dann wird es vielleicht gelockert. Und dann springt irgendwas für uns raus. Typisches Silent Hill Rätsel. Sind wir hier nicht schon mal im Schredder? Ja. Perfekt. Perfekt. So. Hi. Da, Saft in Dosen. Sechserpack Saft in Dosen. Im Flur auf der ersten Etage gefunden. Schönes Sixpack reinstopfen. War kein Red Bull, also kann's weg. So. Einzig guten Drinks sind Energy Drinks. Bin ich so ein Softdrink-Girl. Sieht aus, als hätte sich der Müllschlucker vom Abfall befreit. That's true. Jetzt müssen wir hier nochmal runter. Ständiges hin und her. Weil der Schredder war, glaube ich, ganz unten, ne? Der Müll. In den Müll, in den Müll, in den Müll, in den Müll. Oder er war auch hier direkt. Bin ich mir ziemlich sicher. In den Müll. Da. Und? Glänzt da was? Nicht wirklich, ne? Aber wir finden dort was. Der Müllsack ist zerrissen und der Inhalt überall verstreut. Ich habe eine Münze alter Mann gefunden. Was ist das? Ah, so ein Klatschmagazin. Oh, stimmt, das gab's ja auch noch. Die Polizei gab heute bekannt, dass Walter Sullivan, der am 18. dieses Monats für den brutalen Mord an Bill Locane und seiner Schwester Miriam Locane verhaftet worden war, am Morgen des 22. in seiner Gefängniszelle Selbstmord beging. Silent Hill 4, Walter Sullivan, der Psychokiller. Oh Gott, schaut unbedingt mein Let's Play Silent Hill 4, da habe ich das auch schon erläutert. Da ein Monster in Silent Hill 4 an die beiden erinnert. Bill Locane und Miriam Locane. Das ist legendäre Zwei-Köpfe-Monster, die aneinander gewachsen sind. Das Monster erinnert an diesen Mordfall in Silent Hill 2. Laut Polizeibericht stach sich Sullivan mit einem Suppenlöffel in den Hals und durchtrennte dabei die Halsschlagader. Als der Wärter ihn fand, war Sullivan bereits an Blutverlust gestorben. Der Löffel steckt 5 cm tief in seinen Hals. Ein alter Schulfreund von Walter Sullivan aus dessen Heimatstadt Pleasant River sagte, ja, er sah nicht, wie eine Aus der Kinder umbringen würde. Aber ich erinnere mich, dass er kurz von seiner Verhaftung alle möglichen seltsamen Sachen sagte, wie zum Beispiel, er versucht mich zu töten, er versucht mich zu strafen, das Monster, der rote Teufel, vergib mir, ich hab's getan, aber ich war's nicht. Der Schulfreund fügte hinzu, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war er wohl doch ein bisschen crazy. Und in der Anstalt gehört der Psycho. Ja, und die Mordserie ging komischerweise nach seinem Tod weiter in Silent Hill 4. Schaut unbedingt das Let's Play, wie gesagt. Eins meiner besten Let's Plays. Spannend bis zur letzten Sekunde. Geil, geil, geil. Mein liebstes Silent Hill. Der vierte Teil. Muss man einfach gesehen haben. So, ihr Lieben, ich glaube, wir gehen jetzt mal dahin, wo Eddie war. Ich habe die blöde Befürchtung, dass wir da nicht richtig alles erkundet haben. Da würde ich jetzt gerne mal hin.
Wie komme ich da am schnellsten hin? Einfach hier durch, ne? Durch und rechts. Durch und rechts. Ich glaube, gibt es noch mehr zu finden. So. Ich lasse euch da in Ruhe baden. Und ihr lasst mich in Ruhe. Dir? Dir. Very strange. Ist hier ähnlich. Ist hier ähnlich. War ich da schon? Wie Sie sehen können, ist da nichts. Und wieder die Karte. Ja, sorry, Leute. Das ist mein Silent Hill Gameplay. Wird sich auch nie ändern. Hallo. Eddie? Noch da? Nee, der war, glaube ich, woanders, ne? Was ist das für ein komischer Raum? Hier ist ja gar nichts. Hier ist einfach gar nichts. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Dann war der Eddie-Raum da ganz unten. Was war nochmal hin? Ich glaube, da war noch was. Die 101. Eddie, ich komm nochmal. Er ist ja immer noch im Kotzen. Du bist doch bekloppt. Ja, schön. Mann, hier muss doch irgendwas sein. Wo soll es denn jetzt weitergehen? Jetzt mal ernsthaft, ich war ja jetzt überall. Wo soll es jetzt weitergehen? Das ergibt keinen Sinn. Schon wieder anders. Hä? Verstehe ich jetzt echt nicht. Was war denn da oben jetzt nochmal? Ich glaube, ich bin da nie richtig weitergegangen. Wir werden das jetzt mal überprüfen. Eddie, immer noch am Kotzen. Ich glaube, wenn er immer wieder an der Kotze und an der Toilette schnüffelt, wird sich das auch nicht so schnell ändern. Kleiner Tipp von mir. So. Was passiert, wenn wir hier hochgehen? Wo kommen wir dann genau raus? Ich muss mir jetzt ein Bild machen. Wir sind hier bei der alten Uhr. Gut. Da brauchen wir jetzt nicht hin. Was passiert, wenn wir hier noch weiter nach oben gehen? Wo kommen wir dann raus? Finden wir es heraus. Hier waren wir noch nicht, oder? Doch, hier waren wir auch schon. Oh nee. Leute, wo soll ich denn jetzt hin? Das ist doch kacke. Das ist doch doof. Gut, jetzt hänge ich fest. Ich werde das erste Mal im Internet nachschauen. Bis gleich. Okay, wir müssen nochmal dahin, wo die Uhr ist, angeblich. Und dieser Nordtürschlüssel ist scheinbar dann damit zusammenhängend. Das war mir jetzt nicht klar. Ich dachte, das wäre hier die Nordtreppe oder so. Scheinbar ist das eine normale Treppe. Naja, okay. War hier nicht so weit die Uhr? Ich hatte eben gesagt, ach, das war das mit der Uhr. Ja, guck. Richtig. Hier war das mit der Uhr. Na dann. Wollen wir doch mal schauen. Hier müssen wir irgendwas öffnen können. Hallo? Hallo?
schnell weg hier! Was mit der Musik passiert? Der Uhrenraum rastet aus. Was war das denn? Das war ja komplett gestört. Das war ja komplett gestört. So, ist jetzt hier irgendwie ein Notausgang? Hier vielleicht? Ne, es ist doch Quatsch. Oder? Ich überprüfe das mal. Ja, irgendwo muss das ja sein. Wo ist diese Tür? Also irgendwo muss noch eine Tür sein, die wir öffnen können mit diesem Schlüssel. Hörst du die Tür? Steht ja auch Exit. Tatsächlich. Guck, das war das Puzzleteil, was mir fehlte. Hä? Ich glaube, die Treppe ist nicht mehr da. Auf der anderen Seite der Tür gibt es keine Nottreppe. Ob sie beim Bau des Nachbargebäudes abgerissen wurde? Ich glaube, ich kann in das Gebäude nebenan gelangen, wenn ich durch das Fenster vor mir steige. Warum ist da jetzt ein Gebäude? Gut. Das hast du easy geschafft, James. Das war ja jetzt nicht so weit. Christopher. Gott. Neues Terrain. Hier waren wir noch gar nicht. Oh, shit. Lass mich raten, ich habe keine Karte. Ah, der Albtraum von einer Cecile. Oh Gott, und die Musik schon wieder. Ja, ich bin der Einbrecher, ne? Ich bin neu hier. Oh nein, nein. Jetzt kommt die legendäre Szene. Sieht so aus, als würde etwas in der Toilette festsitzen. Holst du es raus, ja, James? Dann mach mal. Lecker. Guck mal, Oma hat heute wieder Suppe gekocht. Stell dir vor, das wäre die Toilette, wo Eddie reingekotzt hat. Das ist sie logischerweise nicht, aber ja. Der James, der in die vollkackten Klos packt. Sieht aus wie eine Brieftasche. Da ist eng ein Zettel drin. 03-16-17-06. 03-16-17-06. 03-16-17-06. Boah, ist das hier dunkel. Ist das denn Pizza? Pizza hat der Pizza hat. Kentucky Fried Chicken in der Pizza hat. McDonald's, McDonald's. Oh, shit. Kann ich die Notizen mal aufrufen? Habe ich jetzt komplett am Arsch. Kann ich die Notizen aufrufen, bin ich komplett am Arsch. Ich bin komplett am Arsch. Ich meine, ich kann mir das in der Aufnahme nochmal angucken. Ne? Ich hab's jetzt. Ich habe nicht auf diese Rechts-Links-Zeichen geachtet. Logischerweise, ne? Warum soll ich darauf achten? Tja, was machen wir jetzt? Ich guck's mir in der Aufnahme nochmal an. Bis gleich. Der Vorteil, wenn man Let's Plays macht, ne? 3 rechts, 16 links, 17 rechts, 6. Weil ich nehme das ja logischerweise auf. Man konnte sich das nicht nochmal anschauen, das ist ja krass. 3. 16, 17, 06. Geht nicht auf, Leute, es geht nicht auf. Ich hab's falsch gemacht. Keine Ahnung, wie es geht. Hab noch nie einen Safe geöffnet. 3, 16, vielleicht jetzt hier 17, so. Ihr wisst, wie, so. Dann 06. Es geht nicht, Leute. Ich krieg den Scheiß nicht auf. Ich glaube, da ist eh nur Munition drin. So ehrlich muss ich jetzt auch sein. Ist eh nur Quatsch drin. Oh Mann, wie geht das?
Ich gucke jetzt ein YouTube-Video oder so. Das ist ja richtig scheiße. Ich will das haben. Mann, hier steht's ja 03. 03. Und dann rechts. Aber was heißt das? So, und dann rechts. Ich drücke jetzt rechts. Geh zur 16. Jetzt steht links 17. Und dann rechts 06. So, vom Wegen. Ich muss nur mal ragen. Patronen für die Pistole, 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 Patronen für die Pistole. Kennt ihr schon meinen neuen Song? Er heißt Patronen für die Pistole. Ja, so eine Scheiße, ey. Ich habe noch nie einen Safe geöffnet, was weiß ich, was das alles bedeutet. Einfach ein bisschen rumprobieren. Ihr habt jetzt gesehen, wie es geht. Ich habe nie einen Safe geöffnet. Woher soll ich wissen, wie man das macht? Naja. Ohne Karte, der wir hier raus und haben den Spaß unseres Lebens mit Monstern, die jetzt erstmal umgebracht werden, damit ich mich hier schön in Ruhe umschauen kann. Ne? Du olle Schaufensterpuppe, du. Knie nieder vor James Sunderland. So. Das mache ich immer gerne, erstmal die Gegner aus dem Weg räumen. Das heißt, du da hinten, du bist mein nächstes Opfer. Ich bin zwar kein Massenmörder wie der Walter Sullivan, aber wenn ich erst auf 180 bin, wie beim Safe, dann möge Gott dich segnen. So. Keine Karte, Leute. Keine Karte. Ich sag's nur nochmal, ne? Keine Karte. Schloss kaputt. Das Schloss ist abgeschlossen. Oh nein. Habt ihr es gehört? Das komische Geräusch, geil. Was war das? Sie ist abgeschlossen, da hängen Zettel vor der Tür. Lieber Tim, ich muss etwas erledigen, deshalb gehe ich aus. Ich habe den Hausschlüssel bei Onkel David hinterlegt. Du weißt ja, wo er wohnt, oder? Der Schlüssel ist im Zimmer neben der Treppe, im ersten Stock. Ich bin so bald wie möglich zurück. Also pass bitte auf das Haus auf, während ich weg bin. Töte die Monster für mich, okay? Lieber Tim. Zimmer neben der Treppe im ersten Stock. Okay. Merke ich mir. Habe ich eh gleich wieder vergessen mit meinem Kurzzeitgedächtnis. Na, wieder Waschmaschine? Ja, beeindruckt mich nicht. Ich bin James Sunderland. Ist alles doof. Er sagt gar nichts. Gott, die Musik. Es ist wieder so verstörend. Ich will nicht mehr. Nicht mal für einen Scheiß. Ach, von hier bin ich doch gekommen, oder? Ich habe keine Karte, Leute. Es fuckt ab. Es fuckt ab, wenn man keine Karte hat. Gut, das mit den lieben Tim können wir ja machen. Da wüsste ich, wo es ist. Oh, shit. Sind wir von hier gekommen? War hier der Safe? Der hier war der Safe. Gut. Jetzt habe ich natürlich die Aufnahme beendet. Und jetzt der Timer resettet. Pardon, müsste eigentlich jetzt auch zu Ende sein. Ich möchte jetzt eigentlich noch diesen Bezirk erkunden. Bin ich ganz ehrlich. Hier waren wir ja schon. Nun denn. Dann müssen wir heute zum lieben Tim. Beziehungsweise ist ja eigentlich an Tim adressiert, aber ihr wisst, was ich meine. Zimmer. Neben der Treppe, erster Stock. Das heißt, wir müssen ja wieder das Gebäude wechseln, oder nicht? Oder wir nutzen die Treppe. Ich weiß ja nicht mal, in welchem Stock wir sind. Steht ja nichts. Tock, 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 tock. Erster Stock ist doch hier, oder nicht? Warum sind hier zwei Türen? Warum sind hier zwei Türen? Mach's doch nicht so kompliziert. Spiel. Was war das denn jetzt? Oh, hört ihr das? Und ich habe keine Karte von Gebiet. Ich werde ihre Leute. Ich habe die bestimmt wieder irgendwo verpasst. Hier ist die Treppe.
Zimmer neben der Treppe im ersten Stock. Ist es nicht. Ist es nicht. Leute, ich wurde verarscht. Ich wurde verarscht. Ich wurde eiskalt. Doch nicht verarscht. James ist hier. Ein Bücherregal ist nichts, das aussieht, als könnte es nützlich sein. Ach, guck mal, was hier ist, Leute. Hier muss man die Münzen einsetzen. Auf dem Tisch ist etwas geschrieben. 3 glänzende Münzen in 5 Löchern kommen zu liegen. An dem einen End der Verführer von ihnen lauert. Der Wind hinter Frau hervorspielt und ihr Haar lässt fliegen. Die formlose Null am Weizen liegt von ihr und mich dauert. Der Alte, nicht neben der Schlange sich sonnt, ist zur Linken der Gefangenen, wo er zu liegen kommt. Ich habe die Münzen leider noch nicht. Man braucht 3 Münzen. Wir haben 2. Wir haben die Schlange und den alten Sack. Ja, ja, der alte Sack. Ich will nicht speichern. Tja, lieber Tim, das wird ein Rätsel für den nächsten Part, Leute. Hier beende ich jetzt erstmal die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Daumen hoch, falls ja. Falls nicht, könnt ihr es wie gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal im Blue Creek Apartment, wenn wir jemals hier rauskommen und alle Rätsel lösen. Ich weiß, zu bezweifeln. Aber okay. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!